Hallo zusammen für den Dienstag, den 23. Mai. Und heute gucken wir uns einfach mal den Nasdaq an. Und ganz wichtig, jeder Disclaimer, alles Gezeigte sind absolut keine Handlungsempfehlungen, wurde gesagt. Und das Wichtigste, auch hier ein bisschen Werbung muss sein, am 20.6. haben wir, ja, wir nennen es mal Trading Day, das Live-Trading-Event des Jahres für uns, was auch immer, von 9 bis 17 Uhr, den ganzen Tag live, in der, ja, ich sag mal, unvolatilen Mittagszeit ist Christian Schlegel auch mit dabei. Aktienanalyse auf Wunsch, also es lohnt sich. Ich kann dann demnächst gerne noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber bitte anmelden bei Active Trades. Der Nasdaq. Das ist das, was mir für den Nasdaq vorschwebt. Ein klassisches A, B, C als Flat. Ob die C jetzt höher geht oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist eine korrektive A. Wie wir hier sehen, A, ne? Eine korrektive Bewegung von einer A. Dann eine B, die an den Ursprung herangeht. Also sprich wieder, ich sag mal, 10.500 erreicht. Und dann wiederum eine C, die wiederum hier dieses Hoch sieht. Die einzige Frage, die sich für mich jetzt stellt, ist, haben wir diese A jetzt bereits fertig? Oder kommt noch ein Mü über das, ich glaube, gestern Tageshoch? Hier ist noch mal ein bisschen besser dargestellt. Für mich ist es sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit eine korrektive Aufwärtsbewegung in Nasdaq in Form einer A, B, C, W, X, A, B, C, Y, X2, A, B, C, Z. Und für die klassischen Charttechniker ein Keil. Das ist eigentlich ein typischer Keil. Er macht hier einen Overshoot, geht ein bisschen höher, versucht auszubrechen aus dem Keil. Schafft es im ersten Moment nicht. Und ich habe jetzt noch die 13.996 auf der Uhr. Sollte er allerdings unter diese 13, oh Gott, jetzt habe ich es nicht genau eingezeichnet, ich sag mal grob 13.1, 13.2, sollte er da drunter fallen, erwarte ich diese 13.996 an dieser Stelle erstmal nicht mehr, sondern er kann dann direkt auf dem Weg Richtung 10.5 sein. Er kann aber wiederum sich von hier nochmal abstoßen und nochmal die 13.996 holen. So, das ist halt, that's the way it is. Und ja, ansonsten, wie gesagt, anmelden fürs große Webinar nächsten Monat, ist noch genug Zeit. Und ich glaube, wie ich es im DAX auch schon gesagt habe, am Sonntag erwarten große Bewegungen. Also bis dahin, ciao, ciao.